Trotz des bis vor kurzem ja sehr freundlichen Gesamtmarkts hat die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla wieder massiv verloren, über 20% vom 2019er Hoch abgegeben. Und nun hat auch noch der chinesische Herausforderer NIO mit einem schwachen Ausblick die Anleger erzürnt. Die Nachfrage im wichtigsten Elektroautomarkt China droht einzubrechen, scheint massiv einzubrechen sogar. Ist der Elektroauto-Boom also schon wieder am Ende, bevor er richtig angefangen hat? Die Antwort gibt's in diesem Video. Bis gleich. Seid gegrüßt, liebe Börsianer, willkommen auf meinem Aktienkanal. Elon Musk hat sich wieder mal in die Nesseln gesetzt. Er hat die Verkaufspreise für alle Tesla-Modelle in China drastisch reduziert und das kam überhaupt nicht gut an. Warum, sage ich gleich hier mal eine Übersicht über das Ausmaß der Preisreduzierungen. Die sind wirklich heftig. Die Nachlässe reichen von umgerechnet gut 6.500 Dollar bis zu über 50.000 Dollar. Tesla hat Probleme in China, weil sich die Endpreise für den chinesischen Käufer massiv erhöht haben durch die höheren Zölle und immer mehr Käufer zuletzt Modelle des chinesischen Widersachers NIO bevorzugt haben. Eine Preisoffensive gab es bei Tesla auch in den USA. Das Model 3 gibt es jetzt nun wie lange zuvor versprochen tatsächlich für nur 35.000 US-Dollar. Gut für den Verbraucher, aber die Börsianer zeigten sich wenig begeistert, denn damit Tesla diese 35.000 US-Dollar als Angebot überhaupt gegenfinanzieren kann, müssen woanders die Kosten runter. Und die Art und Weise, wie Tesla das erreichen möchte, die hat viele überrascht, denn der Vertrieb soll jetzt komplett auf online umgestellt werden. Die eigenen Tesla-Autohäuser quasi dicht gemacht worden. Und blöd war halt, dass Musk das gleichzeitig angekündigt hat mit der Meldung, dass auch das erste Quartal 2019 wieder rote Zahlen für Tesla bringen wird. Dann sind in der Folge sofort die Spekulationen ins Kraut geschossen, kommt die Preissenkung, weil die Nachfrage lärmt, macht Tesla seine eigenen Autohäuser deswegen dicht, wenn man wieder einen Cash-Engpass droht. Und deswegen ging die Aktie mächtig auf Tauchstation von über 350 Dollar auf rund 275 Dollar. Und das Schlimmste daran, Tesla hat mit der Preissenkung in China viele neue Kunden verärgert, die kurz zuvor viel mehr für ihre Autos bezahlt hatten. Es gab massive Proteste in China, Taiwan, vor den Autohäusern, unter anderem Spruchbänder wie "Kauft keinen Tesla heute, warte und kauf ihn morgen zum Discountpreis". Das ist nicht zu vernachlässigen, was da ein Schaden entsteht für die Marke, für die neue Marke Tesla in China. Und gerade weil es mit NIO halt jetzt einen anzunehmenden Herausforderer gibt, muss Tesla da arg aufpassen. NIO hat von seinem SUV ES8 das Top-Produkt 11.348 Stück verkauft in 2018. 10.000 waren nur erwartet worden, also die Erwartungen sind klar übertroffen worden. Trotzdem ist auch die NIO-Aktie eingebrochen, weil man für Januar und Februar schwache Verkaufszahlen gemeldet hat. Wenn man auch glaubt, dass das erste Quartal schwach bleibt und das zweite gleich noch mit, hängt mit Subventionskürzungen zusammen, die zuvor Effekten geführt haben. Also mehr Chinesen haben 2018 NIO-Autos gekauft, weniger 2019. Aber es gab trotzdem noch eine andere kritische Meldung. Und zwar hat NIO seine Pläne für ein eigenes Werk, für ein eigenes Produktionswerk in Shanghai gecancelt. Das Management möchte auch mittelfristig auf eine Kooperation setzen. Und das lässt natürlich die Befürchtung laut werden, dass die Nachfrage insgesamt einbricht bei Elektroautos, zumal ja auch der deutsche Elektroauto-Zulieferer auch mal seine Prognosen massiv gekürzt hat und die Aktie auf ein neues Allzeittief gefallen ist. Die Frage also, ist der Elektroauto-Boom schon wieder am Ende, bevor er richtig angefangen hat? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns China mal genauer anschauen. Denn China ist ganz klar Auslöser und Zentrum des Booms. Dort werden aufgrund der verpesteten Luft in den Großstädten Elektroautos massiv gefordert. Aber bereits 2018 wurden die Subventionen deutlich gekürzt und für 2019 wird eine weitere Reduzierung um 30% erwartet. Für 2020 dann sogar eine komplette Streichung. Das klingt bedrohlich und die Frage ist halt, riskiert das Zentralkomitee damit nicht vielleicht einen kompletten Zusammenbruch des Elektroautomarktes? Meine klare Antwort, nein. Denn es gibt in China einen übergeordneten Masterplan, der sich Made in China 2025 nennt. Dort sind Elektroautofahrzeuge als klare Priorität festgehalten. 2025 sollen 20% aller neu verkauften Fahrzeuge Elektroautos sein. Und diese Subventionskürzungen, die treffen vor allem Billiganbieter, die technologisch veraltete Elektrofahrzeuge anbieten. Genau das ist auch so beabsichtigt, weil es dort einen regelrechten Wildwuchs an neuen Herstellern gab, die sich vor allem die Subventionen sichern wollten. Premium-Anbieter wie NIO sehen sich davon überhaupt nicht betroffen. Das Management hat auch in der Analystenkonferenz gesagt, dass für die wohlhabenden NIO-Kunden die Steuerersparnisse beim Kauf und bei der Instandhaltung viel, viel wichtiger seien als die Subventionen.
diese Steuersparnisse, die bleiben. Demnach hat NIO auch seine Prognose für 2019, wonach man 40.000 bis 45.000 Fahrzeuge verkaufen möchte, aufrechterhalten. Bleibt die Frage, warum man kein eigenes Werk baut. Und auch hier gibt es klare Vorgaben der Regierung, die möchte, dass technologisch führende Elektroautodesigner wie NIO bei der Produktion mit klassischen Autoherstellern zusammenarbeiten. Spart enorm Kosten und NIO kann bei der Massenproduktion vom Know-how seines Partners JAC profitieren. Und diese bestehende gemeinsame Produktionsanlage soll sukzessive weiter ausgebaut werden, auch für die Produktion des zweiten wichtigen NIO-Modells. Das wird ein 5-sitziger SUV, der ES6 sein, und da wird die Auslieferung in Kürze beginnen. Mir gefällt das, was NIO plant, hervorragend, auch was sie anbieten. Die Kundenrezession für die Kunden sind hervorragend, für die Autos sind hervorragend, und ist dabei, eine Art chinesische Tesla zu werden, mit ähnlich euphorischen Anhängern, aber vielleicht sogar mit noch besseren Autos, beziehungsweise einer höheren Kundenfreundlichkeit. Zum Beispiel bietet NIO beim Kaufen ein Leasing der Autobatterie an. Das senkt den Kaufpreis deutlich, über 70% der Kunden wählen diese Option bereits. Und man hat auch clevere Lösungen beim schnellen Betanken. Man kann hier einfach die Batterie austauschen, statt aufzuladen, also austauschen und durch eine neue ersetzen. Dauert angeblich nur 5 Minuten. Mein Fazit deswegen: Der Elektroautoboom ist sicher nicht am Ende. Was wir im Moment sehen, ist eine zyklische Abschwächung erstens durch den Handelskonflikt mit höheren Zöllen und rückläufigem Wirtschaftswachstum. Zweitens eine zusätzliche Verschärfung in China durch die deutlichen Subventionskürzungen, von denen aber vor allem die Billiganbieter betroffen sind. Und drittens eine Normalisierung der zuvor überzogenen Bewertungen im Sektor. Bei den Einzelwerten gefällt mir, wie gesagt, NIO sehr gut. Die aktuelle Kursschwäche hängt vor allem damit zusammen, dass die Haltefrist der Altaktionäre, die Lock-up-Frist am 11.03., also am Montag, ausläuft. Daher verkaufen jetzt viele, weil sie zusätzlichen Verkaufsdruck erwarten. Dann könnten wir meiner Ansicht nach sehr gute Einstiegschancen sehen bei NIO. Ich verfolge die Aktie deswegen auch intensiv in meinem kostenlosen Aktienreport. Klickt einfach unten in der Beschreibung dieses Videos auf www.aktien-report.de und holt euch den Report für lau, wohlgemerkt. In der nächsten Ausgabe gibt es ein ausführliches Update zu NIO in diesem Aktienreport. Auch Tesla verfolge ich weiter, wobei hier bin ich skeptischer. Musk hat viele Fehler gemacht in letzter Zeit und man muss aufpassen, dass der Ruf von Tesla nicht weiter beschädigt wird. So viel zu diesem aus meiner Sicht sehr spannenden Thema hier auf dem Kanal. Geht es am Mittwoch weiter mit der Frage, ob es wirklich Sinn macht, Leerverkäufe zu verbieten, so wie vor kurzem bei Wirecard ja geschehen. Ein sehr kontroverses Thema und der berühmt-berüchtigte Hedgefonds Muddy Waters hat ja harten Tobak abgelassen zu den deutschen Regulierungsbehörden. Mehr dazu am Mittwoch ab 17 Uhr. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Mein Name ist Armin Brack. Wir sehen uns. Ciao.